Heute ist Samstag, der 1. April. Und ich habe heute viel Zeit verbracht, Texte für Videos zu schreiben und auch Sachen vorzubereiten für den neuen Kanal, den ich ja angefangen habe. Um das alles ein bisschen auf die Reihe zu kriegen, passte das mit dem Tag heute. Normalerweise wäre ich lieber bei diesem sonnigen Wetter irgendwo im Grünen gewesen. Aber jetzt habe ich mir gedacht, jetzt gehe ich noch mal eben bei ein Stück vor die Tür, um herauszufinden, wie schön das Wetter ist, um das ein bisschen noch zu verinnerlichen. Nebenbei mache ich mir Gedanken, was ich nächsten Monat als Gewinnspiel mache. Jetzt ist es so, dass ich auf dem Weg bin zu einer Geocacher-Dose. Hab diese Sachen in meinem Autonavi programmiert und das bringt mich da jetzt hin, wo das sein soll. Und dann hoffe ich auch, dass ich hoffentlich auch die Dose finde. Nur hinfahren und gucken, wie schön das da ist, das bringt's nicht. Ne? Ich will ja wenigstens einen Punkt mit nach Hause nehmen. Was setze ich als Preis für nächste Woche aus? Ich habe heute schon die Person ausgelost unter dem Video Gewinnspiel 03. Aber für diesen Monat müsste ich ja auch was haben. Ich weiß nicht, wie wichtig euch das ist, aber es gibt auch E-Mails, wo die Leute sagen, ich hätte auch gern eine Coin. Und ja, mache ich jetzt nochmal im kommenden Monat, dass ich eine Coin verlose? Oder macht es vielleicht auch Sinn, dass ich mehrere Coins verlose? Dass ich mal sage, okay, ich ziehe drei Gewinner und diese drei bekommen dann ein Geocoin. Keine Ahnung, bin ich mir noch nicht sicher, wie das abläuft, aber wenn dieses Video hochgeladen ist, könnt ihr ja darunter mal posten im Kommentar, ob ihr noch ein paar Coins haben wollt oder lieber irgendwas anderes. Ich gucke immer ganz gerne, was andere so machen und ich muss ganz ehrlich sagen, neidisch wäre nicht das richtige Wort, aber es gibt ja Leute, die verlosen da ja wirklich Playstation-Stationen mit Spiele, mit allen Schigimigi, mit allen drum und dran, im Wert von 1000 Euro, das schmeißt der Kanal hier nicht ab. Wenn ich mal im Laufe eines Jahres auf 30, 40 Euro komme, na, dann würde ich mich schon mal freuen. Ne? Dann weiß ich, dass ich im Schnitt 2 bis 3 Jahre brauche, um von YouTube eine Auszahlung zu bekommen. Aber das hapert wie immer daran, zu wenig Abonnenten und zu wenig Videolaufzeit und zu wenig Leute, die sich die Werbung bis zum Ende angucken. Darum mache ich ja auch jetzt diesen Kanal mit Traffic. Und ich bin gespannt, ob das angenommen wird, ob Leute überhaupt Interesse an Traffic auf ihre Videos haben. Ich hatte ja noch in dieser Playlist Traffic Friday gesagt, dass ich da was machen will. 250 Metern rechts abbiegen. Dass ich da was machen will. Und dann soll das Geld kosten. Also im Moment bin ich noch nicht so weit. Und ich fange den Kanal schon mal an. Und da kann man sich anmelden. Und da gibt es auch ein System, wo man dann später über eine Webseite sich in einem E-Mail-Verteiler anmelden kann, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und wo ich auch überlege, dass ich da, wie sagt man, Content reinbringe, wo man sich das dann irgendwie runterladen kann und verinnerlichen kann, was einem helfen soll, seinen Kanal besser zu positionieren. Meine Geocacher-Freunde grinsen nur immer alle. Und wenn ich dann frage, warum, so nach dem Motto, selber nur 3 Abonnenten, aber anderen erzählen, 950 Meter, dann rechts abbiegen. Aber anderen erzählen, was man machen muss, um 1 Million Abonnenten zu bekommen. Ja, so gesehen klingt das schon mal lächerlich. Aber wer ein bisschen bei YouTube unterwegs ist und gewisse Tags oder Suchbegriffe eingibt, der kriegt da haufenweise Videos, was man alles machen kann, um mehr Abonnenten zu bekommen, mehr Aufrufe und so. Und da bin ich jetzt mir nicht so ganz sicher, ob die auch alle funktionieren. Und das war für mich auch der Grund, diesen Traffic-Kanal zu machen. Denn wenn ich diesen Traffic-Kanal drinne habe, dann werde ich das ausprobieren und man sieht dann, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Darum will ich auch gar nicht vorher Zahlen bekannt geben, wie toll das alles ist und wie nach 250 Metern rechts abbiegen und wie toll das ist und wie schnell man da so auf diesen Kanal drauf springt, wo denn hunderttausende Leute sind und die kommen denn auch alle gleich, was ja gar nicht stimmt. Rechts abbiegen. Ja, dann wollen wir mal hier ins Wohngebiet rein
Also ich habe gedacht, auf der Karte sah das eben so aus. Fahren Sie 750 Meter, dann rechts abbiegen. Auf der Karte sah das aus, als ob das alles im Grünen liegt. Ich lasse mich überraschen. 30er-Zone. Na sowas. Die Kamera auf dem Armaturenbrett, die vibriert aber auch ganz schön. Ich weiß gar nicht, wie verwackelt dann die Bilder werden. Aber schauen wir mal. Ja, Leute, den nehme ich euch mal mit zum Dosensuchen. So als Ausgleich für meine Überlegungen heute. Was zeige ich in den ersten Videos in meinem Traffic-Kanal? Nach 200 Metern rechts abbiegen, dann Ankunft am Ziel auf der linken Seite. Rechts abbiegen. Hier sind so ein paar Wege durch so ein Wäldchen. Neuberechnung in Gang. Fahren Sie 120 Meter, dann bitte wenden. Oh oh. Bitte wenden, dann links abbiegen. Genau. Hier bin ich schon mal gewesen. Hier war schon mal. Neuberechnung in Gang. Ja, du brauchst nicht berechnen. Ich weiß, wo ich hier bin. Dann wollen wir mal das Navi ausmachen. Und ich bin jetzt hier neben der Autobahn, gibt es ein kleines Wäldchen, wo auf dieser Seite ein paar, wie sagt man, Kanäle sind. Und auf der anderen Seite ist dann ein etwas größerer See. Und da will ich denn mal hin. Ich schalte euch mal eben ab und wenn ich dann loslaufe zu dieser Dose, dann filme ich das. Und drückt mir die Daumen, dass ich die auch finde, sonst wäre das wieder, ja, Benzin verjuckeln, Zeit vergeuden und so. Bis denne. So, hier irgendwo soll der Cache sein. Naja, das wird sich ja wohl noch eine Zeit lang hinziehen hier mit dem Weg. Ich denke mal, ich mache die Kamera aus und wenn es dann was Neues gibt oder ich dem Ziel näher komme, schalte ich sie wieder ein. Kriegt ihr mit, wo ich hier gerade bin? Dieser Weg hier geht direkt neben der Autobahn auf so einer Böschung lang und das ist dann das sogenannte Wäldchen, wobei ich sagen muss, jetzt renne ich hier schon 20 Minuten in diese Richtung, langsam wird mir das aber zu viel. Ich wollte ja keinen ausgedehnten Abendspaziergang machen, aber ein Stück muss ich noch. Navi sagte eben, dass das noch 100 Meter sind, aber dann habe ich auch die Faxen dicke, dann geht das große Suchen los. Und immer diese Autogeräusche, das geht einem ja auf den Sack. Und wenn man dann guckt, es gibt für diesen Cache keinen Hinweis und Schwierigkeitsstufe 1,5. Na denn. Und ich denke mal, das Ding ist ja keine große Tupperdose. Denn wird das, sag mal, ein Petling sein oder sowas. Irgendwo hier. Mann, Mann, Mann.
3 Meter bei 10 Meter Ungenauigkeit. Also dicht daneben ist ja auch vorbei, ne? Mano. Hier gibt es ja schon sowas wie ein Trampelpfad. Andere nennen das auch Kescher-Autobahn. Wenn ich jetzt bloß genau wüsste, wie groß das Teil sein soll. Wenn hier einer einen Petling im Boden steckt und da ein bisschen Laub drauf legt, dann findest du ja überhaupt nicht wieder. Hier ist ein Loch. Da könnte was drinne gewesen sein. Oder auch nicht. Aber da könnte man einen Petling reinstecken. Na, wie gesagt, 3 Meter bei 3 Meter Ungenauigkeit. Nee. Nix da. Auch nix da. Krabbeltiere. Alles Krabbeltiere. Aber hier scheinen wir der Sache schon näher zu kommen. Ein Kabelbinder im Baum, das gehört sich ja eigentlich nicht. Aha. Da haben wir was. Ja, eine kleine Filmwiese. Ich kann wetten, dass das hier drinnen wahrscheinlich alles feucht oder nass ist. Oh, ich habe mich getäuscht. Ein, wie sagt man, jungfräuliches Logbuch. Entweder, weil der Cache liegt schon länger. Also, Erstfinder ist da nicht. Aber vermutlich hat hier jemand das Logbuch gewechselt. Und ja, das ist eine schöne Sache. Achso, besser ist natürlich auch, man trägt sich da ein. Sonst macht das einen schlechten Eindruck, wenn ich das Ding nachher im Internet logge und gar nicht da gewesen bin. Denken die dann, weil ja hier nichts draufsteht. So, ja, so eine Cache-Erklärung vorneweg. Das ist ja fast vorteilhaft gemacht. So, und los geht's. Man nennt mich heute Akora. Und heute haben wir 1.4. Da denken die sowieso, dass das hier ein April-Scherz ist. 17 und 18.50 Uhr. Ja, da können wir jetzt was von machen. Ein neues Logbuch gleich wieder vollgekritzelt. Ah, diese Fliegen oder Mücken, was das hier sind. In den Nachrichten war schon, dass diese Zecken wieder unterwegs sind. Das sind ja Tiere, die mag ich gar nicht. Also im Jahr 3 bis 5 Zecken ist immer Standard, ne? Und gegen einige Sachen kann man sich gar nicht, wie sagt man, impfen. Da hast du keine Chance, ne? In Bayern soll es ja noch schlimmer sein, aber egal. So, jetzt wollen wir sehen, dass wir den Kran da wieder reinkriegen. Das ist ja immer Pflicht bei Geocachern.
alles auch wieder vernünftig verpacken und zurücklegen. So, das war meine sonnabendliche, sonnabendliche Pflichtveranstaltung, bei dem schönen Wetter wenigstens mal einen Catch zu finden. Und ja, vielleicht gleich noch ein Bierchen holen. Vielleicht nehme ich auch noch was mit, was in die Pfanne kommt und knusprig wird und schmeckt. Ich hätte ja auch irgendwas grillen können auf dem Hof. Aber dann hätte ich längere Vorbereitungszeit gebraucht. Ich hätte dann noch im Markt Grillkohle kaufen müssen, den Grill ein bisschen aufpeppen, weil so ganz sauber ist der auch nicht. Und dann wären auch wieder eine Stunde oder mehr rum. Jo Leute, das war's dann. Heutige Sonne am 1. April eine Dose gefunden. Und warum? Damit ich wieder ein bisschen Munition für meinen Videokanal habe auf YouTube. Also, wenn es euch gefallen hat oder ihr das erste Mal auf diesem Kanal seid, ich freue mich immer, wenn ihr euch dazu durchringen könnt, diesen Kanal zu abonnieren, einen Daumen hoch gibt und ja, einfach auch noch in den sozialen Medien teilen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen 1. April und noch eine schöne Woche oder auch viele schöne Wochen noch in diesem Jahr. Mal schauen, wie viele Videos noch zusammenkommen. Wenn du Wünsche hast, was ich mal filmen soll, trag das doch bitte unten in den Kommentaren ein. Wenn du weitere Vorschläge hast, trag das bitte auch ein. Und wenn du sagst, das ist ja wieder alles gar nichts für mich gewesen, darfst du mir das auch mitteilen. Ich bedanke mich. Tschüss.